Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jeder Rennfan hat vielleicht schon mal gedacht, wer ist eigentlich der beste Formel 1 Fahrer aller Zeiten? Und wie wäre das, wenn die Jungs alle mal gegeneinander antreten könnten in möglichst gleichen Fahrzeugen, um rauszufinden, wer ist denn nun wirklich der Beste? Und das war so eine Idee oder so ein Traum, den ich schon lange hatte. Und jetzt habe ich hier das passende Auto dazu gefunden, um das Ganze in Assetto Corsa als kleine Meisterschaft einfach mal nachzuspielen. Oder naja, es ist ja nicht nachgespielt, denn in Wirklichkeit hat es das natürlich nicht gegeben. Aber es gibt einen richtig guten Modder, der Pessio von seiner Pessio-Garage. Der hat sich ein Auto ausgedacht, was ein bisschen aussieht wie ein klassisches Formel 1 Auto aus den 60ern. Also ohne Flügel, mit dem Motor hinten frei sichtbar. Und das Ganze hat aber auch eine Story, die er sich dazu ausgedacht hat. Denn das Fahrzeug ist ein Fantasieprodukt, wenn man so will. Es ist ein sogenanntes Kit-Car, also ein Auto, was man sich selber baut, was im Motorsport natürlich durchaus gang und gäbe ist. Da ist ein Motor, der da hergenommen wurde aus einem amerikanischen Ford Pickup Truck. Und allerhand moderne Komponenten, von die man heute so kaufen kann, um sich Rennwagen zu bauen oder auszustatten. Und so hat man also hier ein relativ modernes Auto, was in der heutigen Zeit praktisch da sein sollte. Und sieht aber aus wie ein altes Auto und hat so ein bisschen die Fahreigenschaften, wie die Autos in den 60ern damals eben hatten. Und ja, das sollte das ideale Fahrzeug sein, um die ganzen Größen der Formel 1 Geschichte gegeneinander antreten zu lassen. Und ich habe zu den Autos ein paar Skins oder Lackierungen gezaubert, die zu jedem Fahrer passen. Insgesamt habe ich 24 Fahrzeuge in diesem Grid. Eins ist natürlich für mich reserviert, denn wo wäre der ganze Spaß, wenn ich da nicht dabei wäre? Und ja, ansonsten sind das, ich glaube, 18 mehrfache Formel 1 Weltmeister, die also mehr als einmal einen Titel gewonnen haben. Und das restliche Feld habe ich dann noch mit 5 weiteren Formel 1 Weltmeistern aufgefüllt, die aus anderen Gründen besonders sind. Und die Fahrer, die wir dabei haben, die stelle ich euch jetzt mal vor. Hier mein eigenes Auto in beige gehalten mit den Streifen in den Gulffarben. Wer mich schon eine Weile kennt, der weiß, warum diese Farben drauf sind. Und dann als erstes natürlich der 7-malige Weltmeister Michael Schumacher. Der darf in so einer Gruppe auf gar keinen Fall fehlen. Danach haben wir Ayrton Senna, 3 Weltmeistertitel. Dann haben wir Jack Brabham, den Australier, mit ebenfalls 3 Weltmeistertiteln. Dann natürlich Jim Clark, nur 2 Weltmeistertitel, aber einer meiner wirklich wenigen Idole für mich selber. Leider viel zu früh gestorben, wie einige hier in der Liste. Dann Sebastian Vettel, 4 Weltmeistertitel. Da sieht man erstmal, wie gut der Junge dasteht, mit 4 Titeln in den Farben seines letzten Teams. Dann Fernando Alonso, der kriegt jetzt den neuen Platz von Vettel, den er gerade freigemacht hat. Ebenfalls 2 Weltmeistertitel. Kimi Räikkönen, nur ein Titel, aber der gehört natürlich rein. Mika Häkkinen, der andere Finne, auch 2 Weltmeistertitel. Und einfach ein cooler Typ, der muss dabei sein. Jenson Button. Der ist besonders, nur ein Weltmeistertitel, aber einen ganz besonderen mit Braun GP, die nur ein Jahr angetreten sind in der Formel 1 und den Titel geholt haben. Dann Alain Prost, 4 Weltmeistertitel, der Professor haben sie ihn genannt, erbitterter Gegner von Ayrton Senna. Dann Jackie Stewart mit dem Schottenkarro auf dem Helm, 3 Weltmeistertitel, ein sehr cooler Typ, der zum Glück immer noch unter uns ist. Dann Graham Hill, der Vater von Damon Hill, mit dem charakteristischen Helm, den sein Sohn später auch getragen hat. John Surtees, Weltmeister mit dem Honda und der einzigste in dieser Reihe hier, der Weltmeister mit den Motorrädern und mit dem Auto war. Dann Jochen Rindt, ein ganz besonderer Fahrer, nur ein Weltmeistertitel. Diesen Weltmeistertitel hat er nach seinem Tode erst
erhalten, bekommen, und er hat leider nicht mehr erlebt, dass er diesen Titel bekommen hat, war aber so erfolgreich, dass er den also nach seinem Tod bekommen hat. Dann Alberto Ascari, 2 Weltmeistertitel, damals gegen Fangio gefahren, 1952 und 1953 hat er die Titel geholt. Niki Lauda, den muss man keinen von euch vorstellen, 3 Weltmeistertitel. Viele von euch kennen seine Story aus dem Film Rush. Und hier Juan Manuel Fangio, 5 Weltmeistertitel, einer der größten aller Zeiten, gefolgt von einem, der noch der größte aller Zeiten werden möchte. Max Verstappen, immerhin auch schon 2 Titel in seinen jungen Jahren. Dann Lewis Hamilton, 7 Weltmeistertitel. Man muss ihn nicht mögen, man kann ihn aber mögen, denn das, was er erreicht hat, ist aller Ehren wert. 7 Titel, genauso viel wie Michael Schumacher und damit sicherlich einer der größten in der Geschichte. Dann haben wir Giuseppe Farina. Der ist deswegen besonders, weil er war der allererste Formel 1 Weltmeister. 1950, da ging die Formel 1 WM los und er hat es gewonnen auf Alfa Romeo. Dann haben wir hier James Hunt, auch ein Weltmeistertitel. Freund und Widersacher von Niki Lauda zu der Zeit. Dann hier Emerson Fittipaldi in den Farben des John Player Spezial Lotus. 2-mal ist er Weltmeister geworden. Und last but not least Nelson Piquet, 3 Weltmeistertitel. Hier in den Farben seines Brabham, mit dem er sehr erfolgreich war. Und damit müssten wir sie alle haben. Das sind die Fahrer in dieser Meisterschaft. Und damit wollen wir mal ins erste Rennen gehen. Auf geht's, und ich habe mich hier in Position 13 qualifiziert, und jetzt erzähle ich eigentlich überhaupt erstmal, was es hier mit der Rennerei auf sich hat. Wir fahren hier im kanadischen Mosport. Mosport ist eine Rennstrecke, wo in den 60er und 70er Jahren die Formel 1 Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Gibt's heute natürlich immer noch die Strecke. Das, wo wir hier fahren, ist der aktuelle Stand, Version 2022. Und eine Strecke, die ich schon lange kenne, eben von früher, von meinen Zeiten aus der Grand Prix Legends Rennsimulation. Bin hier immer schon gerne gefahren. Und heute werden hier lokale Rennen und kanadische NASCAR gefahren und solche Sachen. Aber halt leider keine Formel 1 mehr, weil eigentlich finde ich, dass die Strecke toll zu fahren ist hier. Aber, wie gesagt, nach Europa dringt aus Mosport nichts mehr rüber. Heute heißt die Strecke Canadian Tire Motorsport Park, weil auch da natürlich mal wieder ein Sponsor die Rechte an dem Namen übernommen hat. Und so ist der Name Mosport verschwunden. Aber, jetzt geht's hier erstmal los. Gerade geht's hier zum Ende der ersten Runde. Und, ich bin hier gerade hinterm Jackie Stewart unterwegs. Ich kann schon mal sagen, das ist vielleicht eine verrückte Idee, aber irgendwie fühlt sich das ganz toll an, mit diesen berühmten Namen hier auf der Strecke zu sein. Klar, dass das alles einigermaßen Spielerei nur ist, aber irgendwie gefällt mir die Idee so gut, und wir wollen einfach mal sehen, was draus wird. Also ich habe mir einen Kalender ausgedacht mit insgesamt 8 Rennen über die ganze Saison. Das heißt, das hier ist nur der erste Lauf von 8, und die weiteren werden folgen. Ich habe keinen festen Kalender, also kein Datum, wann der nächste Lauf stattfindet. Ich werde das so machen, wie ich Zeit und Lust habe. Und vor allen Dingen möchte ich Zeit haben, mich hier ordentlich vorzubereiten. Denn die Gegner sind ganz schön schwer zu handeln. Ich habe die Fahrerstärke in dem Spiel variabel eingestellt zwischen 90 und 100%. Und die Aggression der Fahrer, die kann man ja hier auch justieren, die habe ich zwischen 30 und 40% eingestellt. Und wie man hier sieht an meinem 13. Startplatz, das Ganze ist also nicht so ganz einfach. Also man fährt hier nicht einfach vorne weg, wie man das oftmals in Rennen gegen die künstlichen Gegner hier sieht, sondern man muss sich ziemlich anstrengen. Und ich habe hier doch ganz schön viel trainiert, einige Tage für dieses Rennen. Und trotzdem ist halt nur Platz 13 dabei rausgekommen. Aber genauso passt das auch für mich. Und außerdem, wenn bei unserer kleinen Spielerei hier ein klein bisschen Realismus dabei sein soll, wenn man hier mit diesen ganzen berühmten Namen fährt, dann kann man ja nicht davon ausgehen, dass man die plötzlich alle hinter sich lässt. Hier kann man sehen, dass Jackie Stewart
also ein erbitterter Gegner ist, der blockiert seinen Raum hier sehr, sehr geschickt. Und an dem habe ich hier ganz schön zu knabbern. Das ist also nicht so, dass man sich die Jungs einfach zurechtlegt und dann vorbeifährt. Es kann auch schon mal sein, dass die eine Weile mit einem kämpfen und dann irgendwann sind sie wieder weg. Außerdem fällt auch auf, dass die Fahrer hier auch Fehler machen. Das ist hier wahrscheinlich mehr oder weniger zufällig eingestreut. Also die sind nicht ganz fehlerlos, die Computergegner. Aber in der Einstellung, die ich hier gefunden habe, machen sie relativ wenig Fehler. Also so wie man selber, wenn man halt einigermaßen trainiert hat. Und die Einstellungen, die man hier gefunden hat, das hat ein bisschen Zeit gedauert, denn ich wollte natürlich ungefähr im Mittelfeld mitfahren können. Und dieses Aggressionssetting, was man hier hat bei Assetto Corsa, das sollte also so sein, dass die Jungs nicht stundenlang hintereinander herfahren ohne einen einzigen Überholversuch. Und natürlich sollten sie einem auch nicht wahllos in die Kiste fahren, wie die richtigen Fahrer das ja auch nicht machen würden. Das würde passieren, wenn man das Aggressionssetting zu hoch hat. Und wie gesagt, diese 30-40% mit ein bisschen Variabilität, die ich hier eingestellt habe, die funktionieren wunderbar und das fühlt sich ziemlich realistisch an, wie die Jungs hier fahren. Und werden wir gleich im Laufe des Rennens noch sehen. Wie man sieht, ich bin immer noch hinter Jackie Stewart. Hinter mir ist dürfte der Lotus von Jim Clark sein. Nicht der Lotus natürlich, denn wir fahren ja alle das gleiche Auto. Aber der Porknose RD1 ist natürlich lackiert in den Farben der Fahrer, für die sie bekannt sind. Und das Fahrzeug hinter mir ist in den berühmten grün-gelben Lotusfarben, die Jim Clark gefahren ist. Naja, und ihr habt ja in der Vorstellung vorher schon gesehen, wie die Autos der ganzen Jungs lackiert sind und wie sie aussehen und wer überhaupt dabei ist. Aber hier sieht man es auch deutlicher beim genaueren Hingucken. Es ist nicht Jim Clark, sondern Jack Brabham mit seinem in den Brabham-Farben lackierten RD1 Porknose. Ein bisschen eine ähnliche Lackierung, nur dass der keinen gelben Streifen, sondern einen goldfarbenen Streifen hatte und einen dazu passenden goldfarbenen Helm. Kein Vorbeikommen. Man muss sich also wirklich anstrengen, um da mal eine Kurve besser zu erwischen, den Kurvenausgang besser zu erwischen. Oben rechts im Fenster seht ihr meine Fahreransicht, die ich mit der VR-Brille habe. Und damit ich euch nicht die ganze Zeit dieses wackelige Bild zumuten sollte, deswegen habe ich also einen kleinen Ausschnitt gewählt, wo ihr also sehen könnt, wie meine Fahreransicht ist. Jetzt könnte es vielleicht klappen, jetzt habe ich den Kurvenausgang etwas besser erwischt und auf der langen Gegengeraden nebeneinander her, aber hier auf der Bremse, da lässt er einfach nicht locker und zum Anbremsen hier der letzten Schikane, da habe ich dann doch lieber wieder zurückgezogen. Ich hätte es mit dem Brecheisen machen können, also wie der Herr Brabham hier, er hat mich hier mal ganz galant ausgeboxt. Genauso fahren die Jungs, wenn man die Aggression nicht ganz zurückdreht. Ist durchaus realistisch, würde ich sagen. Ist jetzt nicht viel passiert, habe aber einen Platz verloren. Ja, zwei Plätze, denn der Brabham ist ja vorbei. Ja, hier war ich deutlich off-track, aber das gehört hier zur Strecke, das darf man machen. So, jetzt bin ich hier hinter Fernando Alonso, gefolgt von Sebastian Vettel und Niki Lauda. Illustre Gesellschaft, mit denen ich hier unterwegs bin. Das alles hier in der sechsten Runde. Insgesamt werden gefahren 22 Runden. Die Rundenzahl ist ungefähr festgelegt, weil die Renndauer circa eine halbe Stunde sein soll. Kann plus minus ein bisschen was sein, aber naja, von vornherein sind hier 22 Runden festgelegt. Sechs Runden haben wir gefahren. Und vor allen Dingen habe ich mich entschieden, nach zwei, drei Versuchen mit den ganzen Starts, das muss man natürlich auch erstmal raus haben,
Ich habe mich entschieden, die Rennen nicht zu schneiden in der Form, dass wenn irgendwas schief geht, wenn ich hier einen Bockmist mache und mich rausdrehe oder sowas, das werde ich nicht rausschneiden, denn ja, das kann man beim richtigen Rennen natürlich auch nicht. Das heißt, schauen wir mal, wie es hier wird. Ich bin mir da selber nicht so ganz sicher, ob ich das Rennen unbeschadet durchstehe, denn ja, in den Trainingssitzungen, die ich gemacht habe, da sind mir also immer wieder Fehler passiert. Also ich kann schon eigentlich 20 Runden am Stück oder auch ein paar mehr fehlerfrei fahren, aber wenn es dann doch hier ein bisschen Rennstress gibt mit den Jungs, dann können sich immer mal kleine Konzentrationsfehler einschleichen. Und jetzt habe ich hier den Herrn Alonso und schau mal, ob ich meine Plätze wieder zurückgewinnen kann und ob ich an dem vorbeikomme. Und hinter mir Sebastian Vettel in dem Aston Martin grünen Porknose. Und vor dem Alonso, das müsste Fangio sein. Und dann davor eben, da ist dann noch Hamilton davor, vor dem Fangio. Und dann davor eben Brabham und Stewart. So, jetzt die gleiche Nummer wie mit Stewart. Habe es leider nicht geschafft, das auf der Innenbahn durchzuziehen, denn die Innenbahn macht ein bisschen zu und außen hat man einfach ein bisschen mehr Schwung. Deswegen gelingt es mir da nicht, innen durchzuziehen, um dann da halt vorbeizukommen. Das Überholen könnte hier an der darauffolgenden Bergkuppe etwas besser gelingen. Denn einige Fahrer fahren hier sehr weit nach außen. Und wenn man hier jetzt etwas zu schnell ist, dann muss man ein bisschen stark vom Gas gehen und da verliert man manchmal ein bisschen Zeit. Das genau passiert jetzt hier, aber auch da wieder, Alonso zieht durch und ich möchte einfach nichts riskieren, ich möchte das Rennen beenden. Ist eine kleine Diskussion, die wir bei unseren Online-Rennen oft haben. Man kann überholen um jeden Preis und riskieren, das Rennen vielleicht nicht zu beenden oder man kann auch schon mal zurückziehen, um vielleicht auch ins Ziel zu kommen. Jetzt auf dem nächsten Versuch auf der Langgeraden ist er etwas zu weit weg. Ich glaube, da komme ich auch auf der Bremse nicht ran. Aber Vettel versucht es hier mich anzugreifen, aber auch er verhungert auf der Innenbahn. Die Strecke ist eigentlich sehr schnell und fließend, hat einen echt schönen Flow, aber naja, die Überholmöglichkeiten sind dann doch relativ begrenzt. Jetzt beginnen wir gerade die 9. Runde, also noch nicht ganz die Halbzeit. Hier hat Alonso leicht an Schwung verloren, aber auch da, wie gesagt, er blockiert die Innenbahn und da ist kein Vorbeikommen für mich. Ja, hier in dieser Doppelrechts, die Moss Corner, wie es genannt ist, hier auf die Andretti gerade, da habe ich immer den Eindruck, dass ich ein bisschen besser rauskomme, weil die Jungs da doch etwas stärker abbremsen. Aber wie gesagt, der Exit ist dann gar nicht so einfach, weil auf die Gerade hinauf, wenn man da voll durchzieht, dann muss man aufpassen, dass einem die Räder nicht durchdrehen und das Heck nicht rausrückt, denn sonst verliert man den ganzen Schwung auf der Geraden. Da muss man mit ein bisschen Gefühl rangehen und deswegen ist es nicht so einfach, hier aus der Kurve raus einen Vorteil zu haben. Und jetzt sind wir schon wieder über Startziel. Runde 10 beginnt. Und da ich hier jetzt wirklich alles versucht habe, an Alonso vorbeizukommen, haben wir uns ein bisschen rangekämpft an den Fangio, der vor uns ist, und an den Hamilton. Und
ja, auch da ist kein Vorbeikommen. Die Kurve ist dicht, zwei Autos nebeneinander und dann kann man da natürlich nichts machen. Und da ist es passiert, Berührung zwischen Fernando Alonso und mir. Ich glaube, er ist mir da auf den rechten Hinterreifen gefahren. Und da gibt es eine Pirouette und Fangio vor mir ist wieder weg. Das ist natürlich Pech. Aber habe ich schon so ein bisschen erwartet, weil es doch hier sehr, sehr eng wird. Und man kann nicht in jeder Kurve so viel Platz lassen, wie man eigentlich bräuchte. Ja, und jetzt sind die zwei halt weg. Auf jeden Fall hat Alonso so stark abgebremst, dass ich jetzt erstmal ein bisschen Platz gewonnen habe. Und jetzt mache ich mich erstmal auf die Hatz nach den Leuten vor mir und schau mal, ob es mir gelingt, da ein bisschen näher ranzukommen. Runde 11 jetzt, genau Halbzeit des Rennens. Sound hier von den V8-Motoren, natürlich auch der gleiche Motor, gleicher Auspuff, gleiches alles bei allen Autos. Alle haben identisches Material, alle haben ein identisches Setup und identische Reifen und allem. Also von daher geht es hier tatsächlich nur ums fahrerische Können, denn das ist ja der Plan. Wir wollen ja rausfinden, wer von den ganzen Weltmeistern tatsächlich der Beste ist. Ich bin's nicht, ich bin immer noch ziemlich im hinteren Mittelfeld. Aber wie gesagt, habe ich mit gerechnet und auch ich muss mich erstmal an die Autos gewöhnen und ja, mal gucken, ob das im Laufe der Saison noch ein bisschen besser wird, ob ich ein bisschen weiter nach vorne kommen kann. Auf jeden Fall ist es für mich tatsächlich die erste Rennserie, die ich hier gestartet habe gegen Computergegner. Normalerweise fahre ich eigentlich nur Online-Rennen. Und jetzt, ja, da es für mich ein bisschen schwierig ist, Mitfahrer zu gewinnen für solche Sachen, speziell mit diesen klassisch aussehenden Formelautos. Viele Leute finden die zwar cool, aber viele Leute finden sie auch schwierig zu fahren. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, Mensch, jetzt fährst du halt einfach mal ein paar mehr Rennen gegen die Computergegner und schaust mal, wie das so läuft. Und ich glaube, das lässt sich bisher ganz gut an. Und neben dieser Sache hier habe ich noch die eine oder andere Idee, was man noch machen kann mit den Computergegnern. Aber wir gucken erstmal. Ich will natürlich auch nicht zu viel anfangen, denn dieses Projekt hier, das schwebt mir schon sehr, sehr lange im Kopf herum, habe lange das passende Auto dazu gesucht, wo man sowas mitmachen kann. Habe auch überlegt, ob man das irgendwie mit moderneren Formel 1 Autos machen kann oder mit ganz anderen Autos. Aber ich glaube, das hier, das ist genau das Richtige. Ein klassisch aussehendes Formel 1 Auto mit moderner Technik und mit Reifen, die nicht zu viel Grip haben. Ich glaube, das passt ganz gut und das Szenario und die Story, die ich mir hier ausgedacht habe, ja, ich denke, die passt ganz gut zu dem ganzen Projekt. Ja, da ist es jetzt passiert. Kleiner Konzentrationsfehler, ein bisschen übersteuern gekriegt und dann auch noch mit Vettel hier kollidiert. Und jetzt ist gleich ein ganzer Zug vorbei, alle die da hinter mir gewesen sind. Schaut euch das an, eine Riesengruppe. Das ist quasi die ganze zweite Gruppe, die hier auf der Bahn unterwegs gewesen ist. Und da falle ich jetzt schwer nach hinten. Sebastian Vettel, Prost, Lauda sind jetzt in dieser Gruppe vorne weg und ich bin ganz hinten dran. Jetzt gibt es noch eine Berührung und jetzt ist irgendwie die Konzentration weg gewesen. Das war sicherlich meine Schuld, weil ich da jetzt in dem Fall ein bisschen unkonzentriert war. Und ja, jetzt fahre ich erstmal hinter dem ganzen Feld her. Aber wie gesagt,
Hier wird nichts geschnitten, das lassen wir so. Ich bemühe mich natürlich jetzt hier nach allen Kräften, dass ich wieder an die Jungs rankomme, denn jetzt habe ich ja auch ein bisschen freie Luft und kann mich auf meine Runden konzentrieren und muss nicht kämpfen und versuche jetzt natürlich eine Qualifying-Runde nach der anderen zu fahren, um wieder an das Feld heranzukommen. Ja, der Einzige, der hier noch größere Schwierigkeiten hat als ich im Moment im Rennen, ist der Max Verstappen. Der ist hier irgendwie zurückgefallen, hat da nicht mitgekriegt, was vorher passiert ist, warum er so weit hinten ist. Aber gut, jetzt schauen wir mal, ob irgendwann wieder ein Gegner in Sicht ist. Da so ganz in der Ferne, da sieht man irgendwie was. Und ja, vielleicht gelingt es mir ja, mit ein paar richtig schnellen Runden wieder ranzukommen. Wie man unten an der mitlaufenden Zeit erkennt, der Dreher und diese ganzen Aktionen haben mich jetzt 9 Sekunden gekostet und das ist jetzt ungefähr das, was ich hinter dem Feld hinterher hinke. Und deswegen versuche ich jetzt eine schnelle Runde nach der anderen zu fahren. Die war schon mal nicht so schlecht, nur ganz knapp hinter meiner schnellsten Zeit. Hier sieht man, wie toll das Auto gemacht ist. Das Cockpit sieht klasse aus, das Fahrwerk bewegt sich so, wie es soll. Also wirklich, ich finde ein bildschönes Auto und für mich muss ein Rennwagen mehr nicht haben. Bin kein ganz so großer Fan von den aktuellen Formel 1 Autos mit vielen Flügeln und viel Technik, die man eigentlich nicht sehen kann. Ich bin ein Freund von diesen klassischen Autos, wo man die Technik sehen kann, wo man das Fahrwerk arbeiten sehen kann. Und wo man keine Aerodynamik hat und keine Elektronik, sondern nur den mechanischen Grip, den muss man vorher finden im Einstellen des Fahrwerks. Und das ist für mich irgendwie die purste Form von Rennfahren. Und von daher war das für mich irgendwie eine ideale Wahl mit diesem Auto. Ohne Aero oder sowas, denn du weißt nachher nie, ist der Fahrer wirklich gut oder ist einfach nur das Auto besser? Und von daher ist das, was wir jetzt hier haben, das ideale Ding, um rauszufinden, wo wir denn stehen mit den ganzen Fahrern oder wo ich eben stehe. Und ich stehe im Moment ziemlich weit hinten. Aber wie man sehen kann, es sind wieder Gegner in Sicht. Ich sehe schon wieder die anderen Jungs vor mir. Die letzte Runde war bisher die schnellste in meinem Rennen hier. Das zeigt dann halt natürlich, wenn man frei auffahren kann und wenn man sich nicht mit den anderen rumschlägt, dann ist man natürlich deutlich schneller. Vor mir jetzt Emerson Fittipaldi im schwarz-goldenen Auto. Und hier sieht man jetzt mein alter Ego konzentriert bei der Arbeit. Hab den gleichen dunkelblauen Helm, den mein fahrerisches Vorbild Jim Clark auch trägt. Warum ist der mein Vorbild, was die Rennfahrerei betrifft? Der war bekannt dafür, besonders smooth und sanft zu fahren, so gut wie nichts kaputt zu machen, wenig Unfälle, Material zu schonen und dadurch halt eben besonders schnell zu sein und ja, einfach anzukommen. So, da gab es jetzt ein kleines Problem mit meiner Hauptvideospur. Deswegen sind wir jetzt einfach umgestiegen auf meine Cockpit-Ansicht in Vollbild. Dann könnt ihr noch ein bisschen besser sehen, wie es für mich hier aussieht. Und
vor allen Dingen, wie ich jetzt hier dem Amazon Fittibaldi folge, rechts unten auf dieser Realtime-Anzeige, da seht ihr den aktuellen Stand der Fahrer, die vor mir und hinter mir sind. Das heißt, die Spitze des Feldes, die sind schon wieder hinter mir, noch im Moment in einigermaßen guten Abstand, aber Ayrton Senna, der führende Fahrer, der ist schon wieder hinten dran, gefolgt von Jim Clark auf Platz 2 und Jenson Button auf Platz 3. Das sind also im Moment die drei Führenden hier im Feld. Und ja, ich versuche natürlich alles, dass ich hier nicht überrundet werde, aber ja, die Rundenzeiten sind hier relativ kurz und ja, das war eigentlich nicht der Plan, dass ich so weit zurückfalle. Aber jetzt heißt es Flucht nach vorn und den Herrn Fittipaldi hier ein bisschen zu beschäftigen. Jetzt die letzte Kurve, die ist immer ein bisschen tricky, weil man hier nach außen gedrängt wird. Und jetzt hier vierte Gang. Und in dieser Kurve entscheidet man sich halt immer, ob man im vierten Gang bleibt und den Schwung mitnehmen kann. Oder ob man runterschaltet, und jetzt habe ich es hier tatsächlich geschafft. Na, noch nicht ganz. Er wehrt sich noch. Und jetzt versuche ich hier mit ein bisschen Schwung holen, außen vorbei zu gehen. Aber wie gesagt, es ist riskant. Ich hätte es versuchen können und hätte eine Berührung riskiert oder eben hätte riskiert, dass ich außen von der Bahn abkomme. Aber das Rennen ist noch nicht zu Ende. Und ja. Ich denke mal, ich werde es irgendwie noch hinkriegen. Wenn wir jetzt in der ganz, ganz engen Kurvenkombination, und da habe ich es dann geschafft und weg ist er. Nächster Fahrer auf der Liste vor mir ist James Hunt. Mal gucken, ob mir das noch gelingt, daran zu kommen. Aber gleichzeitig muss ich in die Rückspiegel gucken. Amazon Fittipaldi ist immer noch da. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt hier nochmal so einen Bockmist erlaube, dann ist er wieder vorbei und dann wäre er auch nicht mehr einzuholen. Aber die beiden Fahrer vor mir, James Hunt und Giuseppe Farina, hätte ich auch nicht gedacht, dass die zweimal zusammen ein Rennen fahren. Denn wie gesagt, Giuseppe Farina, der allererste Formel 1 Weltmeister der 50er Jahre, hat nicht den Bekanntheitsgrad erreicht wie Juan Manuel Fangio, der quasi ihm nachgefolgt ist und der dann die darauffolgenden Jahre Weltmeister geworden ist. Farina mit Alfa Romeo, der hat 1956 seine Rennkarriere beendet. Zum Glück ist er gesund davongekommen. Ist zum Glück nicht gestorben, wie viele seiner Rennfahrerkollegen, und ist dann, ich glaube, Autohändler geworden oder sowas. Und das letzte Rennen, was er gewonnen hat, war 1953 tatsächlich der Große Preis von Deutschland auf dem Nürburgring. Das vielleicht mal ein bisschen zur Geschichte, denn ich glaube, der sagt euch oder sagt vielen von euch halt vielleicht nicht so doll viel. James Hunt, der jetzt gerade hier zwischen uns beiden ist, der sagt natürlich jedem von euch was. Und wie man da sieht, die zwei, die kämpfen miteinander und halten sich hoffentlich gegenseitig auf. Und ich kann ein bisschen näher rankommen. Ich schaue mal, ob es klappt. Mir nicht sicher, ob die Zeit noch reicht, denn leider ist uns jetzt auch die Rundenanzeige flöten gegangen. Die Rundenanzeige, die unten auf dem Sidekick-Tool, auf dem kleinen Streifen, den man da sieht, da steht 20 von 20. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, ob das stimmt. Ob ich an eine andere Rundenanzeige kommen kann. Ja, bin mir nicht ganz sicher. Auf diesem kleinen Tool, was zugegebenermaßen nicht ganz realistisch ist, da kann man die aktuelle Rundenzeit sehen. Ich fange mal links an. Links sieht man den eingelegten Gang, und das sollte natürlich nicht sein. Den eingelegten Gang und dann die Stundenkilometer. Dann sieht man die aktuelle Rundenzahl. Wenn sie rot ist, dann ist die Runde ungültig. Die würde also nicht gewertet für die schnellsten Runden.
daneben ist die Delta-Zeit. Da kann man immer sehen, wenn sie rot ist, ist sie langsamer wie meine bisher schnellste Zeit. Wenn sie grün ist, ist sie schneller als meine bisher schnellste Zeit. Dann eben dann die Anzahl der gefahrenen Runden und die Anzahl der Sollrunden. Und jetzt kann man auch klar sehen, dass es nur 20 eingestellte Runden sind, nicht 22. Deswegen sind wir auch etwas früher fertig als die geplante halbe Stunde. Und das war's. Ich bin mir ziemlich sicher, die zwei Runden, die mir hier fehlen, die hätten mich nicht mehr gerettet. Hier jetzt das Gesamtergebnis. Gewonnen hat Ayrton Senna. Warum auch nicht vor Jim Clark? Das finde ich doch mal ein klasse Podium. Jenson Button auf Platz 3, Michael Schumacher auf 4, Kimi Räikkönen auf 5, Graham Hill auf 6, Mika Häkkinen auf 7, John Surtees auf 8, Jochen Rindt auf 9 und Jackie Stewart auf 10. Ich bin selber ziemlich weit unten, wie man sieht, auf Platz 22. Max Verstappen ist ausgefallen, was auch immer da passiert ist. Hier sehen wir die aktuelle Tabelle, The Champions Championship, habe ich das Ganze genannt. Und da sieht man, dass die ersten 10 Punkte bekommen, gleiches Punktesystem wie in der aktuellen Formel 1. Und ich denke, das war ein ganz guter Abschluss zum allerersten Rennen. Ich hoffe, euch hat die Nummer gefallen und ihr schaut vielleicht beim nächsten Rennen mal wieder mit rein. Der Lauf 2 wird in Mugello stattfinden in Italien. Auch eine moderne Strecke und ich bin mir sicher, da macht es richtig viel Spaß mit diesen Autos. Ganz tolle Strecke und ich freue mich also, euch dann wiederzusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht mal einen Daumen da oder abonniert diesen Kanal, wenn ihr das nicht ohnehin schon gemacht habt. Und dann sehe ich euch beim nächsten Mal und sage einfach mal ciao, ciao.